Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute eine neue Limited Edition für euch. Und zwar geht es um die So Cozy LE von Revell Loves Me. Ich habe sie gestern per Zufall gefunden. Niemand von euch Mäusen hat sie mir bis jetzt geschickt. Deswegen bin ich sofort hingerannt, habe alles, was ich noch kriegen konnte, mitgenommen, um euch heute ein hoffentlich schönes, spannendes, unterhaltsames und glückliches Video zu präsentieren. Zwei Sachen habe ich nicht bekommen. Einmal den Pinsel und diese Nageldinger, diese Nagelfoil-Sticker. Trage ich nicht, benutze ich nicht, brauche ich nicht. Dennoch habe ich aber die meiner Meinung nach spannendsten Produkte mitgenommen und die werden wir heute in dieses sehr müde... Ja, ist es noch ein Gesicht? Ich weiß es nicht. Bringen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich habe gesehen, dass 36,4% meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Und wenn ihr es tun würdet, würden wir die 100.000 dieses Jahr definitiv schaffen. Damit unterstützt ihr mich natürlich und für euch ist es nur ein Klick und für mich ist es ganz, ganz, ganz viel wert und ich würde mich da freuen. So cozy. Hier ist das Wetter im Moment eher so ein bisschen ungemütlich und nicht so ganz cozy, aber die Sachen sind sehr, sehr schön. Und ich komme mal ein Stückchen näher ran, dass ihr meine Haut auch gut sehen könnt. Ich will das Ganze ein bisschen näher machen, dass ihr auch wirklich alle Details in meinem Gesicht erkennen könnt. Ihr tut es ja auch so, ne? Ich habe hier einen Primer und das ist der So Cozy Cold Cream Primer. Der Cozy Cold Cream Primer versorgt die durch Kälte beanspruchte Gesichtshaut mit mittels Kamillenwasser und Aloe Vera exakt... Mittels Kamillenwasser und Aloe Vera Extrakt optimal mit Feuchtigkeit. Die reichhaltige Formel verbessert somit das Hautbild und bietet den darüber aufgetragenen Make-up eine ideale Grundlage und Fixierung für alle Hauttypen geeignet. So sieht das Ganze aus. Ich mag die Farbe sehr, sehr gerne. Die komplette Kollektion ist auch wieder in diesem Millennial Pink gehalten. Finde ich ganz schön. Und jetzt tragen wir das Ganze mal auf. So seht ihr alles ganz gut. Ich habe schon ein bisschen Pflege aufgetragen. Die ist auch schon mindestens 2 Stunden eingezogen ungefähr. Ich habe nämlich noch ein bisschen länger gebraucht, alles vorzubereiten. Ich habe ein neues Stativ und das Licht ist ein bisschen anders. Vielleicht seht ihr einen kleinen Unterschied. Freunde, wir tragen das Ganze jetzt mal auf. Sachen waren wie immer sehr, sehr günstig, fand ich. Also der Primer hat, glaube ich, 2,45, 2,49 irgendwie so gekostet. Und das kommt in so einer Quetschtube. Und ich gebe mir mal so ein bisschen was auf die Hand. Riecht jetzt erstmal nach nichts und wir tragen das Ganze mal auf die Stirn auf. Textur ist ähnlich wie eine etwas dünnere Sonnencreme. Und der lässt auch so einen ganz leichten... Nee, die riecht nicht. Oh, Freunde, ich habe gerade mal so einen Gedankenblitz gehabt. Könnte das vielleicht die Charlotte Tilbury Light Cream sein als Dupe? Schaut mal, seht ihr diesen Glow auf der Haut? Also sie ist sehr, sehr reichhaltig tatsächlich, weil sie sich... Also die Haut, meine Haut ist schon gesättigt, ne? Aber schaut mal, also hier, ja, sie ist da auch glowy, aber hier ist das Ganze noch ein Zacken glowiger im Gesicht. Also es gibt ja immer die Charlotte Tilbury Magic Cream, die ist eher so ein bisschen dicker, also eher so cremiger. Zeig sie euch mal. Die ist eher so ein bisschen wie so eine dicke Sonnencreme. Es gibt die aber auch in der Light-Version und die ist ein bisschen flüssiger. Ich trage die mir schon mal auf die Lippe. Wir verschenken hier keinen Cent. Also vom Hautgefühl 1:1 für die Charlotte Tilbury gerade. Ich nehme mal, wir machen mal die andere Seite jetzt noch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also schaut mal, sie ist schon so ein bisschen viskos. Das ist auch ein ganz tolles Wort, viskos. Fühlt sich gut an und sie zieht schnell ein. Also man braucht echt nicht viel. Ich habe viel zu viel genommen. Das würde wahrscheinlich für mein komplettes Gesicht und meine Zukunft reichen. Die Haut fühlt sich aber fantastisch an. Also das muss ich sagen. Prall gefüllt und gut mit Feuchtigkeit versorgt. First Impression gefällt mir sehr, sehr gut. Erster Eindruck ist auch tatsächlich, dass das so ein kleines Dupe oder eine günstige Alternative zu der Charlotte Tilbury Magic Cream Light sein könnte. Also vom Finish ist es ähnlich wie die Magic Cream, nur halt von der Textur ist sie eher wie die Light Creme. Mein Gehirn. Wir fangen mal ein bisschen an mit dem Make-up, ne? Ich nehme euch heute so ein bisschen mit. Es gibt noch Highlighter und Blush und der sieht fantastisch aus. Ich benutze als Foundation wieder meine Revell de Loupe Foundation. Ihr seht, schaut mal, das ist die zweite Flasche, die ich bis jetzt durch habe. Ich liebe diese Foundation über alles und das ist so, so cool. Ab und zu, wenn ich Langeweile habe, was im Moment selten vorkommt, weil wir gerade an spannenden Sachen arbeiten, schaue ich so ein bisschen durch YouTube und sehe dann von ganz, ganz vielen YouTube-Mäusen Videos, wie sie die auch getestet haben. Und das ist immer so süß, wenn ich dann sehe, dass ihr euch das alle nachkauft.
Und ich habe einen TikTok gemacht, Freunde. Ich bin jetzt TikTok Queen. Ich habe nämlich schon 1400 Abonnenten auf TikTok. Also wenn du noch nicht mehr auf TikTok folgst, ne, da kommen wir schnell rüber. Ist totaler Quatsch, was ich da mache. So wie TikTok eigentlich ist. Ein bisschen Spaß macht es aber schon. Und ich arbeite dir als erstes hier mit meinem Pinsel ein und wir machen erstmal die halbe Seite. Ich habe eine Idee. Ich habe gestern das Video von Hatti gesehen, ihre Jahresfavoriten. Und da war die Suku Foundation mit drin. Und sie mag die ja total gerne. Und jetzt sah das Finish von dieser Foundation genau so aus, ne? Also dieses extrem leuchtend, dieses extrem feuchtigkeitsspendende. Schreibt mir gerne jetzt mal in die Kommentare, ob ich sie für uns kaufen soll. Ich teste sie und vergleiche sie mit dieser Foundation. Weil egal, ob sie gut ist oder nicht, im Vergleich zur Suco Foundation, das ist meine absolute Lieblingsfoundation aktuell, die ich jeden Tag benutze. Aber die ist absolut gigantisch. Also die Foundation funktioniert sehr, sehr gut mit dem Primer bzw. mit der Creme. Ich würde fast gar nicht sagen, dass es das ein Primer ist, eher so eine Pflege. Aber sieht sehr schön leuchtend und glowy auf der Haut aus, oder? Was sagt ihr? Gut, auch der Concealer hat sich sehr schön oben raufsetzen lassen. Ich nehme wieder mein Blendeful, gehe hier rein, klopfe ein bisschen ab an meiner Hand, ziehe eine Grimasse und sette damit erstmal so ein bisschen den Concealer. Dann nehme ich nochmal was auf und setze mir das hier in einer dicken Schicht um die Nase und unter die Augen, da wo ich halt einfach nicht möchte, dass Poren da sind. Okay, wir lassen das Ganze einmal kurz so ein bisschen setten. Ich nehme meinen Pinsel, nehme kein neues Produkt auf. Und sette damit einfach den Rest meines Gesichts, weil hier möchte ich, dass der Glow schön durchkommt. Aber hier unter den Augen kann das Ganze schön gebaked werden. Sie ist einmal angetrocknet und gesettet. Wir machen weiter und jetzt kommen wir zu den Produkten, die wirklich spannend sind. Und zwar ist es einmal dieser Blush hier. Das ist der So Cozy Blush. Die Farben des Co So Cozy Blush Trios harmonieren perfekt miteinander. Gemischt oder einzeln aufgetragen, sorgen sie für einen frischen und gesunden aussehenden Teint. Es gab passend dazu auch einen Blush Brush. Guess what? Der war natürlich schon weg. Der sieht einmal so aus, hat ein sehr, sehr schönes Pressing drin. Sieht so ein bisschen aus wie, wie heißt das? So Norweger-Pullis, so gestrickte Pullis. Mag ich sehr, sehr gerne. Und dafür nehme ich so einen kleinen Blush-Brush. Und wir gehen erstmal hier in diese helle Farbe mit rein, also diese beiden hellen. Okay, der Pinsel nimmt extrem viel Produkt auf. Ich klopfe ein bisschen ab und setze mir das erstmal hier hin. Wir schauen mal, ob man was von der Farbe sieht. Ja, ganz leicht. Da ist auch ein ganz zarter Glow mit drin. Ich gehe jetzt aber hier in das Dunklere ein bisschen, weil ich bin zu dunkel, um nur die hellere Farbe. Oh. Okay, da ist wirklich Glow drin. Sekunde. Also ich setze es mal rauf und der Pinsel gibt das gut ab. Hier war definitiv zu viel. Sehr, sehr schöne Farbe. Er ist ein bisschen auf der pudrigeren Seite, was jetzt nicht unbedingt so schlecht ist, wenn man nicht ganz so trockene Haut hat. Gibt man das auch gleich hier noch so ein bisschen hin. An die Schläfen. Ich finde, das macht das Ganze immer noch so ein bisschen frischer. Ja, doch. Schöne Farbe. Er hat nicht so eine eigene große Deckkraft. Er hat einen recht hohen Weißanteil mit drin. Und das heißt, dass man so ein bisschen. Ja. Also man muss es so ein bisschen aufbauen, aber trotzdem kommt die Farbe ab, aber nicht so deckend. Open up your heart. Da-da-da. Juti, so sieht das Ganze schon ein klein bisschen besser aus. I love it. Ich mag den Blush gerne. Er ist so wirklich nur so ein Hauch Farbe. Pigmentiert aber nur ein Hauch Farbe, weil die Textur halt nicht so deckend ist, sieht es sehr leicht aus. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir haben noch einen Highlighter und auch hier sind wieder so drei. Und hier sind auch wieder so drei kleine Norweger Pullis mit eingestanzt. Ich nehme jetzt hier meinen Pinsel von BH und gehe gleich hier in die dunkleren Farben mit rein. Ich finde es gut, dass drei Farben drin sind. Achtung. Sehr hell tatsächlich. Und vor allem bin ich ins Weiß gegangen, ne? Also wenn ihr hell seid, das ist ein Highlighter für euch. Also es sieht schon schön aus. Er sieht auch nicht pudrig aus auf der Haut. Den kann man sich so schön all over geben, wenn man ein bisschen heller ist. Also sind keine groben Glitzerpartikel drin. Sehr schön. Gib hier noch ein bisschen was auf die Lippe und dann meine Augen. Ja,
Süß. Auf meine Lippen trage ich mir jetzt hier schnell so ein Lip Injection Lipgloss von Too Faced. Das ist die Farbe Wifey for Lifey. Und als Mascara benutze ich die L'Oreal Unlimited Mascara. Die benutze ich im Moment sehr gerne. Schaut mal, eine Schicht. Boom. Oh nein! Oh, Freunde, ich habe den Lippenstift vergessen. Ich habe doch gedacht, ich habe irgendwas vergessen. Dann machen wir das Schätzchen mal wieder von der Lippe runter. Und wir haben hier einen Lippenstift. Das ist der Color Care Lipstick, Color and Care Lipstick in der Farbe, ja, hier wird nicht. Es gibt nur eine Farbe. Was machen denn Leute ohne Fingernägel oder mit zu langen Fingernägeln? Der kommt einmal in einer sehr, sehr schönen Verpackung. Das Gold sieht sehr hochwertig aus. Und die Farbe ist eher so ein, ja, so ein schöner Beereton. Das sieht auf den Lippen aber. Ist auch, glaube ich, nicht parfümiert, würde ich sagen. Und wenn, oder ich kann es nicht riechen. Ja, ist eine schöne Farbe. Und das, Freunde, ist einmal das fertige Ergebnis mit der neuen Limited Edition So Cozy von Rival de Loop. Ich muss sagen, also Blush und Highlighter sieht sehr schön aus. Auch die Farbe des Lippenstiftes, super deckend. Fühlt sich sehr pflegend an. Ich habe natürlich jetzt noch so ein bisschen Lipgloss an der Lippenkante. Sieht ein bisschen unordentlich aus, aber Freunde, ihr seid auf meinem Kanal und nicht bei Niki Tutorials. Also Highlighter sieht im Licht auch hier sehr, sehr schön aus. Schön weich. Schön kühl, also falls ihr so ein bisschen kühler und heller seid, gutes Ding. Der Primer, fantastisch. Meine Haut fühlt sich sehr, sehr schön an. Ihr habt gesehen, wie leuchtend sie war. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wieder oder ja, doch, wieder eine gute Limited Edition. Freunde, Rival de Loop, Rival Loves Me, sie holen auf. Sie haben gelernt aus den letzten, aus dem vorletzten Jahr. Es wird mit jeder Limited Edition besser. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video und zu dieser LE sagt. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, das Video mit einem Daumen verseht und mir in die Kommentare schreibt, was ihr wollt. Freunde, tschüss, bis zum nächsten Mal.